Hallo zusammen, ich bin Simon von artclaysilver.ch und möchte mit euch heute zwei Schmuckstückchen machen. Zwei einfache Anfängerschmuckstückchen und das Ganze mit meinem Starter-Set. Als erstes zeige ich euch gerade mal, was im Starter-Set drin hat. Ich nehme euch da ganz schnell auf meine Arbeitsfläche und da würde man schon auspacken. Das ist die Arbeitsunterlage. Und drinnen hat es zwei Gutscheine für den Brennservice. Ich erzähle euch dann mehr darüber, wenn unsere Schmuckstücke gemacht sind. Dann bei der Arbeitsunterlage, die liefere ich immer mit so einem Sichtmäppchen. Das Sichtmäppchen drum lassen, das wird gerade so ein bisschen schön unter. Es wird schön fein silber dann und es klebt euch nicht. Also das nicht wegfallen, sondern das drauf lassen. Wenn das mit der Zeit nicht mehr schön ist, dann einfach wieder ein neues. So ein Sichtmäppchen drauf tun. Ich nehme die ganz feinen. Das mal da drauf. Auf dem oben arbeite ich dann auch. Dann hat es im Set einen Roller. Es hat ein Abstandhalter-Set. Es hat eine Pinzette. Es hat ein Skalpell mit Ersatzklingen. Es hat eine Teflonkarte. Es hat einen Edelstahlspachtel. Die sind nicht immer genau gleich von der Form, aber sie haben immer eine gerade Fläche. Vielleicht geht noch schnell zu der Benutzung von denen. Wichtig ist, dass sie von oben und unten anlangen und nicht über die Kanten hineinfahren. Das ist wie ein Messer, da könnt ihr euch schneiden. Dann hat es ein Stahlbürstchen. Entweder mit der langen Borste wie da oder mit der kurzen Borste. Dann hat es ein Set mit Kugelwerkzeug, kleine Kugelwerkzeug. Es hat drei Schleifpads in verschiedenen Dicken. Es hat so ein kleines Spiegel. Dann hat es ein Fläschchen für Öl. Es hat eine Silikonform dabei und eine Texturmatte. Die Texturmatte ist nicht immer die gleiche, einfach was ich gerade am Lager habe. Dann hat es ein Heizblättchen, das wird sehr heiß. Dann müsst ihr schauen, dass ihr es könnt mit einem USB-Anschluss anschliessen, also vielleicht das Nadelgerät oder so zwischenschalten. Oder eine Steckdose nehmen, wo gerade USB schon dran hat. Und dann haben wir noch 10 Gramm Artclay Silber und ein Döschen mit 4 Steckösen drin und 10 Zirkoniasteinchen. Das wäre alles, was dabei ist. Dann braucht es noch zwei, drei Sachen, die ihr noch zusätzlich braucht, die ihr aber in einem Mikrokop oder einem sonstigen Laden bekommt. Und zwar
braucht es ein bisschen Öl. Ich nehme da gerne ein Babyöl. Die Marke kommt nicht drauf an. Und zwar, das machen wir sonst gerade mal. Ich tue mal das alles ein bisschen auf die Seite schieben, dass ich da dann nachher auch arbeiten kann. Ich werde vorweg führen, was wir brauchen. Gut. Das tue ich schon mal einstecken. Und du das auch schon mal einstellen, dann kann das aufheizen. Gut. Das Ringli sollte dann leuchten. Man sieht es zum Teil nicht so gut. Dann wartet ihr ein paar Sekunden und lange drauf, auf wenn ihr gemerkt, das wird heiß. Dann ist das gut. Die Sachen mal alle ein bisschen auf die Seite, dass wir da Platz zum Arbeiten haben. Gut. Das Öl tun wir gerade auffüllen. Ein bisschen Babyöl. Ihr könnt auch Olivenöl nehmen. Das ist zum Teil einfach ein bisschen dickflüssig für ins Spiel. Spraydösli rein. So. Zwei Schrauben, das behalten wir gerade in Griffnähe. Und dann braucht es noch Feuchttüchle. Etwas Feucht. WC-Papier oder ich nehme oft Babytüchli. Man könnte alternativ auch eine Lumpe nehmen und die Lumpe feucht machen. So, das ist also mehr oder weniger alles, was ihr braucht. Wenn ihr noch ein bisschen Wasser in der Nähe habt, ist das sicher auch noch ein Vorteil. Einfach nochmals Hahnenwasser. Das Feuchttüchli werden wir dann sicher 1-2 brauchen. Ich nehme da schon mal eins raus und mache mir das einmal parat. Gut, und dann würde ich sagen, dann legen wir doch gerade los und machen unseren ersten Anhänger. Ich werde euch zuerst mal Technik zeigen. Mit der Silikonform. Mit dieser Silikonform könnt ihr verschiedene Anhänger machen. Ihr könnt zweimal das gleiche machen und als Ohrring machen. Ich werde euch heute jetzt das Schnäckli zeigen. Das Altkleesilber, das packen wir gerade mal einmal aus. Da hat es 10 Gramm drin. Ihr werdet sehen, nachher, wenn ich am Arbeiten bin, wie weit das anlangt. Je nachdem, wie gross das Schmuckstück ist, kann man 1, 2 bis 3 Schmuckstücke machen. Wenn ihr etwas mehr machen wollt, dann würde ich euch empfehlen, gerade noch ein paar mehr dazu zu bestellen. Das ist nochmal einmal eingepackt. Und zwar ist das so oft eingepackt, dass das Artgläsilber nicht austrocknet. Und dann ist es nochmal einmal verpackt. Das nehmen wir jetzt da gerade mal da drauf. Und damit das nicht austrocknet, das ist jetzt auch ein bisschen das Heikle am Artgläsilber, dass die sehr schnell austrocknet. Also auf keinen Fall jetzt einfach mal in die Hände nehmen und 5 Minuten einfach ein bisschen umkneten. Dann könnt ihr das nachher nicht mehr brauchen, weil es ganz, ganz rissig wird und brüchig. Damit das nicht austrocknet, tue ich das Feuchttüchli einfach locker drüber legen. Nicht gross einwickeln oder so, das ist nicht nötig. Einfach drüber legen und auf die Seite legen. Dann nehme ich die Silikonform. Und ich habe gesagt, ich
machen so ein Schnäckchen, den Ölspray und dann ein bisschen Öl in das Schnäckchen. Das war jetzt ein bisschen gar viel. Es soll einfach überall so einen Ölfilm drauf haben, aber nicht gerade das ganze Öl drin schwimmen. So. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen Öl an die Hand bekommen, was sicher nicht schadet. Ihr dürft nicht zu viel Öl haben, sonst könnt das schleift euch selber immer wieder davon. Aber so einen kleinen Schutzfilm über eure Hände, das ist gerade gut. Dann tut nämlich die Haut nicht gerade Feuchtigkeit aus dem Silber rausziehen. Für das Schnäckchen braucht es ungefähr ein Drittel von dem Päckchen. Ich nehme da das Skalpell und schneide mir da ein bisschen ab. Ich kann es auch von Hand abzupfen oder mit dem Edelstahlspachtel. Das geht auch. Gut. Das, was ich brauche, legt immer auf die Seite. Und da kommt wieder das Feuchtchen drüber. Wenn es Silber zusammengeknetet ist, wichtig, dass es keine so Falten drin hat. Für das tue ich die Hände richtig auseinanderspreizen, dass sie ganz hart, also dass die Handflächen hart werden und kann es dann mit ziemlich viel Druck, aber nicht allzu lang, zusammenkneten. Wenn es ganz neu ist, müsst ihr das gar nicht gross zusammenkneten. Oder das reicht so ein bisschen. Jetzt machen wir hier ein Kugel. Und jetzt nehme ich euch noch ein bisschen näher an den Zaumen. So. Und noch ein bisschen scharf stellen. Gut. Dass ihr das besser seht, was ich mache. Jetzt drücke ich das da rein. Du mit der Hand da ein bisschen gegenheben, wegen das klebt. Und nicht, dass ihr das Ganze wieder rauszieht, sondern dass das schön drinnen bleibt. Rein drücken. So. Und jetzt habe ich aber noch zu viel Silber. Also das geht jetzt da rundherum. Jetzt nehme ich den Edelstahlspachtel für. Ich gehe etwa in die Mitte von meinem Schmuckstückchen. Gang da drauf rauf. Tu mit leichtem Druck, also nicht einfach durchschneiden, aber einfach also mit leichtem Druck, bis es nicht weitergeht. Tu den Spachtel ungefähr in 45 Grad Winkel abkippen. Heb da mit der Hand dagegen und uns langsam abziehen. Und das ist das Restchen, das wir nicht brauchen. Das können wir da unten tun. Dann machen wir das gleiche noch von der anderen Seite. Wieder drauf gehen, abkippen, gegenheben, dass es nicht rausreisst, dass es nicht rausgeht. Und langsam abziehen. Langsam ist wichtig. Sonst verreisst es. Auch hier wieder Restchen. Die kommen auch darunter, dass hier auch die Restchen nicht austrocknet. Und jetzt sind wir hier schon ziemlich gut in der Form. Man kann das jetzt so sein lassen. Oder man kann hinten drauf noch ein Müsterchen drauf machen. Das zeige ich euch gerade. Dann nehme ich die Texturmatte, schaue, wo es mir ungefähr gefällt. Ich finde, so eine Welle drin wäre noch schön. Ich sehe so ein Meermüscheli. Und eine Welle. Ich tue wieder Öl drauf. Öl ist immer wichtig, dass das drauf kommt, dass nichts klebt. Und schaue, wo die etwa ist. Und tue das da drauf. Und dann mit dem Daumen ein bisschen hin und her bewegen. Das Müsterli schön reindrückt. Und dann nehmen wir das vorsichtig weg und schauen, was es gemacht hat. Also das hat uns da wirklich schön das Müsterli drin gegeben.
nehmen wir Teflonkarte, kippen das Ganze auf die Teflonkarte drauf und haben unser Müscheli. Jetzt möchte ich hier noch ein Steinchen in die Mitte rein tun. Und dass wir es aufhängen können, brauchen wir noch so ein Steckösele. Ich nehme da beides aus dem Set raus. Einmal so eine Steckösele, die ist aus Silber. Und dann nehme ich noch einen Stein. Ich nehme da einen 3 mm Stein. Nein, ich nehme einen grösseren. Ich mache sogar einen 4 mm Stein, einen Champagnerfarbigen. So. Dann, das brauchen wir nicht mehr für den Moment, das können wir auf die Seite legen. Dann tue ich zuerst den Stein rein. Der Stein muss die Spitze nach unten sein. Ich nehme den mit der Pinzette. Ich drücke hier so etwas rein und dann nehme ich ein Kugelwerkzeug und stecke den drin rein. So. Wichtig ist, dass der Stein nicht mehr oben raus schaut, sonst hebt er nicht. Also wenn er von der Seite über das Schmuckstück rein schaut, dann sollte man ihn nicht mehr sehen. Dann auch noch die Steckösen reinstecken. Die mache ich jetzt da rein. Mit dem Stift oder mit dem Hals reinstechen. Ungefähr in der Mitte vom Material und so weit reinstecken, dass nur noch das Ringli sieht. Und damit man das nicht davon stoßen, habe ich da mit einem Finger ganz leicht ein bisschen gegengehebt. Jetzt hat es da bei mir noch ein kleines Rissli drin. Das könnt ihr entweder lassen oder ihr könnt es auch noch korrigieren. Für zum Korrigieren braucht ihr dann noch ein Pinsel, das kann ganz normaler Pinsel aus dem Malkasten sein. Und dann kann man das da noch so ein bisschen verstreichen mit ein bisschen Wasser dran. So. Gut. Und jetzt ist es bereit zum Trocknen. Für zum Trocknen lege ich es aufs Heizplättchen drauf. Ich schaue, dass es ziemlich in der Mitte ist, gerade mit der Teflonkarte. In der Mitte vom Heizplättchen, damit es schnell trocken wird. Weil es muss jetzt komplett trocken sein, bevor wir weiter schaffen. In der Zeit, wo das am Trocknen ist, zeige ich euch gerade noch ein zweites Schmuckstückchen. Für sechs Schmuckstückchen brauchen wir den Roller und Abstandhalter. Das braucht, was ich euch jetzt zeige, gut, oder ca. 10 Gramm Silber könnt ihr das machen. Also ich nehme jetzt da nicht den abgebrauchten Rest, sondern ich mache da nochmal einmal eins auf. Für das zweite Projekt. Ich nehme das raus. Lege das parat. Auch wieder drunter. Und was ich zusätzlich noch brauche, was nicht im Set drin ist, ihr könnt es aber auch mit diesen Sachen vom Set machen. Ist eine Texturmatte. Ich habe hier Texturmatte Mandala 4.
Und die passenden Ausstecher. Ich mache einen grossen Anhänger, der 35 mm. Nehme mir da also auch den entsprechenden Ausstecher raus. Lege das parat. Das kann man auch mit dem Skalpell ausschneiden. Oder einen runden nehmen. Man kann schauen, ob es etwas von der Küche hat. Oder bei mir im Shop hat es ganz einen Haufen Auswahl. Die passenden sind einfach ein bisschen einfacher und schneller zu machen. Gut. Jetzt habe ich schon erwähnt, wir brauchen den Roller zum Ausrollen. Und den Abstandhalter. Zuerst nehmen wir die grauen, das sind 1,5 mm. Nehmen wir das 10 Gramm Silber führen. Und dann schaue ich, um das ausrollen. Da schauen wir noch, um noch ein bisschen Öl auf die Arbeitsfläche zu tun. Ich würde das gerne ein bisschen nebendran sprayen, gerade damit so viel kommt. Und verteile da noch ein bisschen, damit nichts klebt. Auch den ganz, ganz leicht einölen, aber nicht zu fest. Wenn es zu viel Öl ist, dann klebt es auch wieder, wenn es zu viel ist. Und da ich jetzt eben ein bisschen geschüsst mit dem Material bin, muss ich schauen, dass es schon rund kommt, also schon ungefähr in der Form kommt. Ich will das ja auch so ein bisschen in dieser Form haben. Dann nehme ich die 1,5 mm weg, tue sie auf die Seite, die brauche ich nicht mehr. Ich nehme jetzt die weißen, das sind 1 mm, die mache ich mal schon parat. Nehme meine Texturmatte. Auch da ist wieder wichtig, dass man das, was man braucht, gut einölt. Wirklich genug Öl. Wäre schade, wenn es dann da drin klebt. Gut. Und lege mir das bereit. Dann schaue ich, dass ich in der Mitte bin, dass ihr das auch gut seht, was ich mache. Die habe ich schon sehr oft gebraucht, dann mit der Zeit wölbt sie sich ein bisschen. Und da muss man schauen, das ist ein schwierig, weil es sehr nah am Rand ist. Entweder tut man einfach wirklich so schüsst her. Wenn man aber noch eine zweite Matte hat in der gleichen Dicke, dann kann man auch einfach die nehmen und anhängen, damit es besser drauf geht, der Abstandhalter. Ich zeige es euch jetzt mal so. Und dass ich so an tue, dass das gerade schüsst passt. Und dann den Roller wieder nehmen. Jetzt ist wichtig, dass man von der Mitte aus arbeitet. Also da und dann einmal nach oben fahren und dann wieder in die Mitte und einmal nach oben. Und nicht zu viel mal hin und her, sonst nimmt der Abdruck das Muster mehrmals ab und das wollen wir nicht. Also, jetzt gehe ich mal zuerst auf meine Seite und dann gehe ich zurück in die Mitte und dann auf die andere Seite. Gut, und dann noch eine fein über alles rein. Dafür einfach ein bisschen mehr drücken, weil man es nicht in einmal macht, sondern nicht in mehrmals macht, sondern in einmal. Jetzt nehme ich hier wieder die Teflonkarte, löse das. Und lege das da drauf. Während dem Lösen schaue, dass man es nicht allzu fest verzieht.
Und ihr seht da, das Muster hat es wunderschön abgenommen. Wenn es nicht so kommt, wie ihr möchtet, dann knetet das nochmal zusammen und macht es nochmal, fangt nochmal von vorne an. Man kann es etwa 2-3 Mal zusammenkneten. Wenn das Material, das Artgläser, zu brüchig wird oder risslig wird, dann könnt ihr ein bisschen Wasser drin tun. Dann mit einem Pinsel oder mit der Hand ein bisschen Wasser rausnehmen und dann mit dem Wasser zusammen nochmal zusammenkneten. Und jetzt das drauflegen, das finde ich immer fast das Schwierigste am Ganzen, dass man das schön breicht und rausnehmen hat es meistens eben gleich ganz, ganz leicht verzogen und dann passt es nicht mehr. So, jetzt kommt das nicht schlecht. Ich tue schön von oben runter schauen, versuche reinzuschauen. Der Abstand überall gleich groß ist. Gut. Und jetzt oben abstechen. Wegnehmen. Die Sachen brauchen wir nicht mehr. Das kann ich auf die Seite legen. Hier die Restchen wegnehmen. Den Restchen würde ich wahrscheinlich gerade auch noch mal so ein kleines Schnäckchen ganz schön zusammenkneten. Ja, genau, mit denen würde es wirklich auch noch mal so etwas geben. Was ist das auch noch gerade? Lass mal machen, dann haben wir es auch gerade noch mal gesehen. Ich mache hier noch das Mischchen. Was ihr mit 10 Gramm so machen könnt. Wir das dann so rein. Es füllt es gerade aus, das ist gerade gut. Dann habe ich da keine Reste. Und wenn ihr mal Reste habt, ist einfach wichtig, dass ihr sie wieder gut verpackt. Also ich würde es dann wieder in das rein tun und in das feine Papier und um das ein Feuchttüchli. Und dann kann man es auch ein paar Stunden später oder am nächsten Tag noch brauchen. Da nehmen wir auch noch mal die Wellen rein. Das da rauskippen. Dann nehme ich da noch ein grösseres Steinchen. Ein weisses und ein Steckhöseli. Gut. Wenn es so ein grosses Stein ist und das Material schon 1-2 Mal jetzt geknetet war, nehme ich mit einem Pinsel ein bisschen Wasser und tue zuerst schnell ein bisschen Wasser darauf, dass es rund um den Stein weniger Riss sollte geben bei meinen Drücken. Lass das 1-2 Minuten einwirken, das Wasser. Und du den Stein drauflegen. Du den mal von Hand ein bisschen andrücken und dann mit dem Kugelwerkzeug und hier wieder genug tief, so, dass der nicht oben rauskommt. Und nochmal das Steckhöseli. Stecken, gegenheben. Gut, und die 2 Sachen. Ah nein, bevor wir das auf die Heizplatte tun, machen wir da noch schnell ein Löchchen. Machen. Dann habe ich ein bisschen lang gewartet, jetzt schaue ich da auch noch mal schnell. Ich schaue meistens, was am wenigsten schön ist, mache ich das Löchchen. Das ist bei mir, jetzt kann ich da schauen. Da ist es am wenigsten schön. Ein bisschen Wasser drauf.
Und dann nehme ich das Kugelwerkzeug. Dann nehme ich sie eins, was ein bisschen grösser ist. Und mache das. Dann das Ringli und ein Löchli. Und das Ganze kommt jetzt auch aufs Heizblättli. Mit dem ersten Schnöckli. Das geht jetzt sicher eine halbe Stunde, um das zu trocknen, wenn nicht noch ein bisschen mehr. Aufpassen auf die Heizplatte nicht direkt drauf lange, die wird heiß. Wir kommen aber nicht gerade Brandblasen über. So ist es dann auch nicht, aber wenn man das Schmuckstück anlangt, lässt man es dann ziemlich schnell auch wieder fliegen. Ich habe schon zwei Sachen vorbereitet, dass wir jetzt nicht so lange warten müssen. Ich nehme die gerade für. Und zwar haben wir hier einmal ein Schnäckli mit einem weißen Stein und auch das Mandala, das ich jetzt vorher gerade gemacht habe. Die sind jetzt sicher schon eine Stunde auf dem Heizblättli drauf gewesen. Ich habe gesagt, es muss ganz, ganz trocken sein, bevor ihr weiterarbeiten könnt. Das werden wir jetzt testen, ob das ganz trocken ist. Für das ist das Spiegeli. Jetzt macht man den Spiegeltest. Nehmen wir das Schmuckstück mal eines drauf. Warten einen kurzen Moment. Also 3-4 Sekunden. Und tut es dann wegschieben. Und wenn da drunter, wenn man keine Veränderung sieht, dann ist es trocken. Wenn es da aber Feuchtigkeit zu sehen ist, also wie wenn man drauf hauchen tut, so eine Wolke gibt, dann ist es noch nicht genug trocken. Dann müssen wir das noch etwas länger trocknen. Das ist trocken, das können wir schleifen. Und dann machen wir noch den grossen Anhänger. Der sieht auch gut aus. Ja, der ist auch trocken. Dann nehmen wir die Schleifpads. Es hat verschiedene Stärken. Da fahren wir am besten einfach drüber. Bei solchen Sachen nehme ich das Feinste. Also das langt. Wenn ihr einen Haufen schleifen müsst, könnt ihr auch die gröberen nehmen. Mir ist das Ganze immer zu gross in der Hand. Ich schneide mir das etwas kleiner. Dann langt es auch für länger. Schneide das mal mit dir beieinander. Vielleicht nicht mit einer guten Stoffschere oder so. Mach das sogar da nochmal ein bisschen kleiner. Einfach so, wie es euch angenehm ist, in der Hand zu haben. Und dann fange ich an zu schleifen. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr die Sachen fein in der Hand habt. Also, dass ihr sorgfältig damit umgeht. Dass es euch nicht runtergeht und dass es nicht zu fest zudrückt. Wegen jetzt ist es wie rohes Porzellan. Jetzt ist es ganz brüchig. Also ich hebe das ein bisschen und tue hier bei den Kanten ein bisschen schleifen. Rund ums Steckhäuschen ein bisschen, damit man ein bisschen zirkelt, dass man das nicht gerade abbricht. So, das ist geschliffen, das ist bereit zum Brennen. Auf der Rückseite muss ich nicht groß schleifen, da ist auch das Muster drauf. Ich muss es so hin und her haben, dass es da nicht spiegelt oder nicht überbelichtet ist. Und dann noch den Anhänger.
Dann ist es ein bisschen aufwendiger, wenn der so viel Zucker hat. So, wieder gleich einmal rundum. Das Ganze gibt so einen Schleifstaub, das ist ja auch das, das ist auch Silber, Art Clay Silber. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, auffangen. Das machen wir von dieser Seite her, so, dass sie dann alle haben. Und man könnte das mit Wasser zusammenmischen, da kann man sich so eine eigene Paste anrühren. Wenn man genug Wasser nimmt, dass man das wieder brauchen kann, solange es noch nicht brennt ist. Ist das Material in dem Sinn nicht verloren. So, jetzt sind es glaube ich noch zwei, drei. Jetzt bin ich eine Spumme. Jetzt mache ich da noch Spitzen, dass die dann nicht scharfkantig sind, dass die nicht Stechen beim Tragen oder Löchli in einen Pullover oder in eine Bluse rein machen. So. Die zwei Schmuckstücke sind jetzt bereit zum Brennen. Brennen tue ich es in einen Ofen rein. Wenn man startet, hat man oftmals noch keine Möglichkeit für einen Ofen. Aus dem Grund habe ich im Starter-Set zwei Gutscheine für Brennservice. Das heisst, ihr könnt eure Schmuckstücke ganz gut einpacken. Wichtig ist, dass ihr sie wirklich sehr gut einpackt, weil sie sind ja ganz brüchig. Und dann mir mit einem Gutschein schickt. Und dann kann ich sie euch brennen und nach dem Brennen kostenlos zurückschicken. Ihr könnt auch mehrere Schmuckstücke, dass ich einfach so eine Ofenladung machen kann. Also auch 5-6 Schmuckstücke könnt ihr dazu tun, dass ich euch das kann brennen. Es gibt auch Möglichkeiten zu brennen mit einem Bunsenbrenner oder mit einem Handgasbrenner. Geht auch. Je nachdem mit den Steinchen muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Oder wenn ihr gerade richtig loslegen wollt, könnt ihr euch auch so einen Ofen zutun. Ich zeige euch den Ofen noch schnell, dass ihr den auch noch seht. Nehme ich da schnell mit der Kamera ein bisschen über. So. So. Das ist der Ofen, wo ich bis auf 1000 Grad rauf kann. Machen wir den auch schnell auf. Dass ihr drin seht, da rein kommen dann die Schmuckstücke, ich lege die auf die Platte, schiebe sie rein und tue dann das hier bei ungefähr 650 bis 850 Grad. Tue ich das dann brennen. Nach dem Brennen kommt es schneeweiß raus. Die Schmuckstücke sind dann schneeweiß. Für das ist dann noch das Stahlbürstchen, dass man die weiße Oxidationsschicht noch wegmachen kann. Ich kann auch einen Akapolier empfehlen. Das ist, dass man dann noch etwas glänzig machen, glänzige Stellen machen. Wenn ihr es mir schickt mit dem Brennservice, Gutschein, dann tue ich es bei mir in die Poliermaschine rein, in die Nadel, Magnetpoliermaschine rein und dann kommt es auch schon schön glänzig zurück zu euch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spass beim eure eigenen Silberschmuckstückchen machen. Und wenn ihr Fragen habt, dann würde ich mich freuen, von euch zu hören. Natürlich auch, wenn ihr mir zeigt, was ihr alles
gemacht haben, anhand von meiner Anleitung, anhand von meinen Tipps mit dem Werkzeugset. Genau. Also, alles, was ihr dazu braucht, findet ihr auf artclaysilva.ch. Tschüss zusammen!